Also ich habe das 1989 erfahren. Es war im Juni 1989, nachdem 4 Wochen zuvor mein Freund, mit dem ich zusammengelebt habe, ebenfalls HIV-positiv getestet worden ist. Das war für mich so der Anlass, zum Test zu gehen. Und bin jetzt dann seit 1,5 Jahren in der AIDS-Aufklärung dann tätig. Habe natürlich mein ganzes Leben im Laufe der letzten 5 Jahre geändert, nachdem ich das erfahren habe. Das ist aus heutiger Sicht, ist es wie ein Schock, den man eigentlich erlebt. Man kann es nicht beschreiben. Was ich geheult habe an diesem Tag, als ich das erfahren habe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und einfach dieses nicht kapieren können, dass jetzt ein Virus im Körper drin ist und der das anrichten kann oder so. Ich glaube, AIDS ist ein Lernprozess für alle. Und auch meine Eltern mussten diesen Lernprozess durchleben, durchleiden. Es war zunächst so, dass sie gesagt haben, als sie erfahren haben, ich bin infiziert, wir halten zu dir. Auch meine Geschwister haben so reagiert. Ich habe das einfach auch nicht mehr ausgehalten alleine und habe ja auch niemand, ja, mit dem ich drüber sprechen kann. Ich dachte einfach, ich sag's dir, weil ich denke, du bist mir wichtig und ich will's dir sagen. Und denn der Druck ist so wahnsinnig groß für mich, das niemandem sagen zu können. Und jeden Tag zu denken, es verändert sich etwas, ohne etwas zu merken. Einfach nur so. Und ich habe diese Angst einfach nicht mehr ausgehalten. Und habe da so einen Druck verspürt, es dir zu sagen, weil du mir wichtig bist und weil ich dich mag. Und Es ist irgendwie so schwer. würdest du zu mir halten? Natürlich. Ich würde nie sagen, mein Bruder hat Krebs oder ist, was weiß ich, oder hat eine andere schlimme Krankheit. Wenn, dann würde ich einfach sagen, mein Bruder hat AIDS und er muss damit leben. Wir müssen damit leben. Und auch den Krankheitsverlauf durchstehen einfach bis zum Ende. Verdammt noch mal, warum ich? Es ist so schwer zu verstehen. Man fragt sich immer, warum ich. Doch du bist es. Und jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Oder?